Throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Ja, hallo und willkommen zurück bei mir, dem LP. Und zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Minecraft Ozone 2 Reloaded. Ja, und heute gibt's eine besondere Folge. Ja, ich habe gedacht, weil wir hier noch ein paar Quests zum Abholen haben. Und auch ein paar. Ja, ein paar ist gut. Jetzt erstmal hier alles weglegen. Außer Schwert. Ein paar Lootbags und Lootchests haben, machen wir heute mal eine Öffnungsfolge. Ja. Und ihr seht, seit der letzten Folge sind es keine 2-3 Stunden her. Ist schon eine Menge dazugekommen. So. Jetzt können wir erst noch. Haben wir hier was zum Abholen? Nein. Hier. Nein. Aber hier. Ich habe gesagt, die ganzen Casts habe ich schon offline gemacht. Ja, das ist wirklich eine mühselige Sache und leider habe ich nicht dran gedacht, bei den Öfen machen. Ja, du bist doch doof, hättest doch aufnehmen können. So, jetzt einfach mal hier claimen. Und wer jetzt sagt, das Gold für die Cast ist gecheatet? Nein, ist es nicht. Weil ich kann euch jetzt zeigen, warum. Ich habe keine Erlaubnis, mich in Game Mode zu packen. Als ich die Folge 3 aufgenommen habe, habe ich sofort auch einen Server gestoppt und die Welt gesichert und in Singleplayer gepackt von dem her. Kann ich jetzt auch nicht mehr cheaten oder so. Das wird heftig. Machen wir erstmal so die Loot-Chests auf. Soap, ja. Ja. Botania, GPU-Craft. Laserfokus, geil. Mechanism Tool Iron Pixel. Okay. Hard Class. Okay, ein All Processing Upgrade. Okay. Interessant. Enriched Alloy, ja geil. Nochmal Hearts Class. Cooking, ja, hoch brauche ich nicht. Wie war das?
kann ich doch hier reinmachen. Ja. Nochmal so ein Basic Bin Efficiency Upgrade. Seed Storage. Wooden Irrigation Tunnel. Das nenne ich gut. Boah, nee. Nochmal. Red Alloy. Electro Tile Alloy. Hard Glass. So. Irgendwo haben wir doch schon mal von der Seife. Da war das Herz. So. Einfach mal da rein. Was ist das? Ein Ofen. So, weil wir sind ja noch nicht fertig mit den Loot-Chests. Dann geht's weiter. Nochmal. Goldpens, okay. Meteoritenkompass, nochmal, nochmal. Ball of Moos ist schon mal okay. Smashing Rock. Cloud in the Bottle. Chipbox. Nochmal Herzglas. Lol. Tape Mesher. Okay. So, Hammer. Jetzt alles. Wir haben jetzt 5 von den. A large quantities of a single type of item. Also das heißt, man könnte das hinstellen und zum Beispiel da dann Eisen rein und da eine Menge drin speichern. Okay. So. Common Loot Bags. Black Lotus ist schon mal gut. Das war jetzt nicht wirklich so prickelnd. Also wie viel Black Lotus wir momentan kriegen, finde ich cool. Goldem of Saturation, okay. Random Things. Okay. Was ist das jetzt auch schon wieder? Da kann man Quarz reinmachen. Ach, machen wir jetzt einfach mal hier rein. Ich muss immer mal sortieren. 6.
sie. Also, da ist ehrlich gesagt das besser mit Attack Damage. So, jetzt geht's aber ans Ende. Jetzt kommen nämlich die Legendaries. Die will ich doch gar nicht. Ja, der Zertus Quartz Dust. White Stone Uncharged. Ein Skip Hill. Iron Boots. Chance Cubes. Jo. Eigentlich schon mal sehr interessant, was da alles rauskommt. Der Meteoritenkompass zeigt mir an, wohin ich laufen müsste, um so ein Meteorit zu finden, wo ich für ich brauche fürs ME-System Skystone und der Meteorit zeigt mir die Richtung an, wohin ich laufen müsste, um zum nächsten Meteoriten zu kommen. Ich sehe es, glaube ich. Schwert haben wir ja dabei. Der ist unterhalb. Der müsste hier irgendwo unterhalb sein. Ja, da sieht man schon, dass er den Meteoriten auch schon mal gesucht hat. Aber ist ja eigentlich egal, weil wir kriegen den Skystone Dust. Den können wir wieder zusammencraften zu Skystone. Und den kriegt man aus Dust 7. Zu 13%. Das werden wir auch demnächst schon mal anfangen. Weil Zertus. Weil die Pure Flux Crystal. Flux Dust and send into a puddle of water. Flux Dust.
als Flux Crystal. Und die kriegt man ein aus Charge Zertus Quarz plus Nether Quarz plus Redstone Dust. Kann ich euch jetzt mal zeigen. In a puddle of water. Okay. Wir haben doch da eine Pfütze. Also, wie war das? Charge Zertus Quarz plus ein Nether Quarz plus Redstone Dust. Ja, ist wahrscheinlich das. Wir haben doch hier Nether Quarz bekommen. Und ein Charged Zertus Quarz. Ihr seht die Blitze und zack, kriegt man eine Fluxkristalle. Und jetzt der Fluxseed. Grindstone Crusher Pulverizer. Ein Pulverizer haben wir ja da und Sand haben wir auch da. So, wie war das? Sand. In a puddle of water. Crystal Growth Äpfel. Was ist Crystal? Und wie viel braucht man von dem Flux-Seed? Man kann auch die Crystal Crow Chamber benutzen. Also das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, aber eigentlich wollte ich das ja eigentlich auch nicht. Sollte ja nur kurz eine Folge werden, um die ganzen Lootbags und Lootchests zu öffnen. Na, jetzt haben wir erstmal, müssen wir erstmal wieder ranklotzen. Den
Den Diamantfernis kannst du zum Beispiel auch mit Strom befeuern. Ist cool. Aber das war's für die Folge mit der Special-Folge. Und damit sage ich, sieht man sich, hört man sich beim nächsten Mal und tschüss.